So, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Projekt, nämlich Pokémon Diamant Nuzlocke Challenge. Zu den Regeln werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel sagen, die sind nochmal in der Beschreibung und das Regelvideo zusätzlich nochmal. Falls ihr euch das anschauen möchtet, könnt ihr das jetzt machen. Wie gesagt, zu den Regeln werde ich jetzt nicht mehr wirklich viel verlieren und deswegen würde ich sagen, wir drücken Start und wir spielen das Spiel jetzt gleich mal. Oh. Ach ja, stimmt, das ist mein alter Spielstand. Von 2007 wahrscheinlich. Schaut euch mal die Spielstunden an. Ein krankhafter kleiner Suchti war ich damals. Und der Pokédex, Alter, der ist gar nicht mal so schlecht. 400 noch was gab es bei der vierten Gen, ne? 428 oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls neues Spiel. Ein Spielstand, ja, ich drücke oben. Ja, ich möchte neu anfangen, bitte, ja. Hallo du, freut mich dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ach stimmt, Professor Eibe, ich brauche eine alte Mannstimme. Ich bin Professor Eibe. Aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Steuer, keine Infos bitte, ich kenne das schon. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. So? Mamfaxo, hey! Wir Menschen leben mit den Pokémon in einem Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Cool. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ich werde wahrscheinlich... Ja, ich bin ein Junge. Komm. Aha, du bist also ein Junge. Ja. Ich meine, der Typ unterhält sich mit mir, der müsste das doch eigentlich sehen. Verrätst du mir auch deinen Namen? Meinen Namen. Ich habe überlegt gehabt, mich wieder Rain zu nennen, aber das ist, glaube ich, langweilig. Und ich denke mal, ein paar Leute wissen ja nicht, wie ich heiße hier. Deswegen werde ich einfach jetzt meinen richtigen Namen hier reinpacken. So. Oh. Tada. Obwohl, ich glaube, in der vierten Gen war es noch komplett Großbuchstaben, ne? Ach komm, wurscht. Ich bin Michi. So. Du bist also Michi? Ja. Sehr schön, du bist also Michi. Ja, das hast du schon mal gefragt. Ja, ich bin Michi, du Arschkeks. Das ist aber ein schöner Name, ja, vielen Dank. Und dieser junge Mann hier, ich glaube, er ist ein Freund. Wie er wohl heißt? Gary. Jochen. Neuer Name. Oh Gott, jetzt habe ich mir gar keinen Namen ausgedacht. Wie nenne ich ihn? Ich nenne ihn... Lasst mich kurz überlegen, ich nenne ihn... Ha, eigentlich habe ich... Ich habe einen Namen, aber ich wollte den eigentlich irgendwie als mein Pokémon... Also ich wollte da später ein Pokémon nach ihm benennen. Jetzt weiß ich nicht so genau. Ich glaube, ich werde ihn... Boah, das ist jetzt schwer. Lasst mich kurz überlegen, Leute. Ja doch, ich nenne ihn einfach so. So, Haku, jetzt hast du ein Problem. Ich wollte eigentlich dich nach meinem Starter-Pokémon benennen, aber jetzt, ich wusste nicht, dass man den Rivalen ja auch nochmal benennen muss. Deswegen bist jetzt du einfach der Rivale. So. Hast jetzt davon. Haku, sagst du? So heißt dein Freund also? Ja. Nun, Michi, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren, da bin ich mir sicher. Genug geredet, die Welt der Pokémon wartet. Yay! Oh nein, ich schrumpfe! Frechheit! Ich will nicht schrumpfen!
Trotz anstrengender Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltene, mit eigentümlichen Farben versehene Pokémon aufzuspüren. Das rote Gyarados ist bisher nicht vor dem entmutigten Team aufgetaucht. Ach, stimmt, das war das. Und damit beenden wir unsere heutige Berichterstattung über Suche nach dem roten Gyarados, ihr Jubelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Okay, und ich kann schon laufen. Und ich kann noch nicht rennen. Guck mal, eine Nintendo Wii. Das ist eine Wii-Konsole. Ihr Controller ist eine Wii-Fernbedienung. Krasser Scheiß. Auf dem Fernseher ist der Titelbildschirm eines Videospiels eingeblendet. Aber ich hatte gerade eben noch was geguckt. So, was wir als erstes, glaube ich, jetzt mal machen, ist folgendes. Ich gehe mal hier rein. Von wissen wir. Ach so, ich kann noch gar nicht mal an meinen PC gehen. Ich überspringe das mal. Nee, kann ich nicht. Okay, dann kann ich das erst später machen. Was haben wir da? Der X-Knopf öffnet das Menü. Plopp. Aha. Ich habe 3000 Poké-Dollar. Das ist nicht viel. Dann kann ich die Uhr oben schon... Ne, nein, das wollte ich nicht. Nee, die Uhr kann ich, glaube ich, diesmal nicht machen. Gut, okay, dann laufen wir mal runter, würde ich sagen. Hallo, Mama. Michi, Hakko war vor kurzem hier und hat dich gesucht. Ich weiß nicht, was er damit meinte, aber er sagte, es gäbe einen Notfall. Okay. Einen Notfall, sagt er. Erstmal Kühlschrank. Im Kühlschrank steht Mamas Lieblingsdessert. Erstmal aufessen. Mamas Küche ist super sauber, man kann sich im Boden spiegeln. Der ist aus Holz. Na egal. Oh. Michi, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durch das hohe Gras gehst. Es wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber... Ja, schon klar. Botschaft kam an, Mutter. Ich bin zu dumm dafür, ein Pokémon zu fangen. Jetzt weiß ich nicht, wo war nochmal sein Haus? Ich glaube, das war oben links. Ich gehe mal kurz hier rein. Ich habe mich übrigens auch dazu entschieden, wahrscheinlich nicht jeden einzelnen Dialog mit den Leuten mitzunehmen, also jeden einzelnen Dialog auch vorzulesen. Ich werde vielleicht auch mal ein paar Sachen überspringen. Jetzt wahrscheinlich noch nicht so sehr, weil der Anfang vielleicht ein bisschen wichtiger ist, aber ich denke mal... Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte mich doch bloß umschauen. Hey, ja, Michi, Hakko hat dich gesucht. Ich glaube, er ist nach Hause gegangen. Warum gehst du nicht zu ihm? Okay. Oh Gott, ich will die Turbo-Treter haben. Das ist so ätzend. Bam! Oh! Was? Wie? Oh, hey, Michi! Hey, ich gehe zum See. Und du auch. Und beeil dich. Also, Michi, ich stell dir eine Million Poké-Dollar in Rechnung, wenn du zu spät bist. Ah, ich hab was vergessen. Haha. Guten Tag, die Dame. Oh, hi, Michi. Du suchst bestimmt Hakko? Er war kurz verschwunden und ist dann wieder nach Hause gekommen. Der Junge kann einfach nicht still sitzen. Was er jetzt wohl wieder vorhat? Keine Ahnung, finden wir es raus. Ich nehme ja besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Oh. Oh, hey, Michi. Wir gehen zum See. Ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Poké-Dollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Okay. Na gut. Ich will die Turbo-Treter haben, oh Gott. Dumpti-dumpti-dumm. Aber da vorne ist doch Gras, oder? Kann ich da jetzt einfach... Hey, du hast noch Nachrichten im Fernsehen... Nochmal. Hey, du hast doch auch die Nachrichten im Fernsehen gesehen, ja? Du weißt schon, suche nach dem roten Gyarados. Das geheimnisvolle Auftauchen eines wütenden Pokémon in einem See. Das hat mir doch zu denken gegeben. Ich wette mit dir, bei uns im See lebt bestimmt auch so ein Pokémon. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir ziehen los und suchen das Pokémon. Achso, jetzt folgt er mir. Okay. Dumpti-dumpti-dumm. Dam, 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 dam. Ach, die Musik ist schön. Wahrheitsufer. So, zeig mal kurz, was gibt's da? See der Wahrheit voraus. Der See der Gefühle. Oh. Haha, auf zum See. Wir holen uns ein rotes Gyarados.
Tun wir das? Ich weiß es nicht. Was geht hier vor? Professor, auf der anderen Seite gibt es auch nichts Außergewöhnliches. Ich muss mich wohl geirrt haben. Irgendwas scheint anders zu sein als zuvor, aber... Egal, immerhin haben wir den See gesehen. Lucia, wir gehen. Professor, wie gefällt es Ihnen, wieder in Sinnoh zu sein? Nach 4 Jahren muss es sicher sehr aufregend für Sie sein. Eins kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Das Land ist wie geschaffen für unsere Studien. Verzeihung, dürfen wir mal durch? Verzeihung, wir haben es eilig. Hat man gesehen. Was sollte das denn, diese zwei... Hä, Michi, sehen wir uns das mal an. Was meinst du? Nicht ins hohe Gras gehen? Ach was, ist doch kein Problem. Wir werden nicht lange im hohen Gras bleiben, um wilde Pokémon anzulocken. Tö. Das ist eine Tasche? Diese Leute haben sich hier vergessen. Das ist halt auch so eine Sache. Wieso vergisst man eine Tasche irgendwo, wenn man sich nur kurz an ein Ufer setzt und... Naja, egal. Was sollen wir damit machen? Wir können sie ihnen zurückbringen, aber wer waren die? Ich habe gehört, wie einer von den Professor gesagt hat. Ah, Pokémon? Was ist... Sieh mal, das sind Pokémon. Wir nehmen jeder eines und kämpfen. Und welches möchtest du denn? Boah, Hilfe, das war jetzt zu schnell. Also das ist Chillast. Das ist Panflam und das ist Plinfa. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin weder von Plinfa noch von Panflam wirklich begeistert. Ich finde Panflam noch okay, aber Plinfa ist nicht so meins. Und Chillast ist eigentlich sogar mein Lieblingspflanzenstarter und deswegen werde ich auf jeden Fall Chillast nehmen. Weil Chillast cool ist. Bäm. Und unser erster Kampf. Wuhu. Ein starrer Lili, Level 2. So, wie gesagt, das dürfen wir jetzt noch nicht fangen. Die Fangregeln, die treten logischerweise, wie gesagt, erst in Kraft, wenn wir die ersten Pokebälle haben. Und die haben wir noch nicht. Deswegen, wir können auch nicht viel machen momentan, also einfach Tackle. Bäm. Heuler. Oh je. Mein Angriff. Nein. So. Oh wow. Komm schon. Stimmt, in der 4. Gen war das, glaube ich, noch 90, oder? Oder? Das kann gar nicht sein. Oder? 90 Trefferquote? Oder 95 war es, glaube ich. Na komm. Danke. Meine Güte. Das muss man dazu sagen, dass die 4. Gen ziemlich langsam ist. Und das könnte natürlich etwas ätzend werden, aber ich gebe mein Bestes. Oder gut, das hat jetzt keinen Zusammenhang gemacht, egal. Ich hoffe mal, dass ich da nicht so viel leveln muss in dem Spiel, weil es ist echt langsam, weil ihr seht es. Und da ich hier auf dem Originalspiel spiele und... Alter Gott, ist das nervig! Ah, das geht so nett. Danke, meine Fresse. So. Juhu. Boah, denn Chillas war einfach spitze. Mein Panflam war aber viel besser als dein Pokémon. Ja, ja. Du mich auch. Dabei gehören diese Pokémon nicht mal uns. Aber wir mussten sie im Kampf lassen. Wir mussten sie eben kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen. Oh, da ist ja die Tasche. Der Professor wäre ganz schön wütend, hätte ich sie verloren. Huch, oh nein. Habt ihr die Pokémon rausgenommen? Wirklich? Ach du meine Güte, was wird der Professor dazu sagen? Das ist ganz und gar nicht gut. Ich nehme die Tasche lieber mit. Plopp. Tschüss, Lucia. Lucia, Lucia. Lutsch, ihr. Hahaha, Lutsch. Witzig.
Was sollte das denn jetzt? Keine Ahnung, was los ist, Michi, aber lass uns gehen. Mein Pokémon wurde bei dem Kampf verletzt. Wenn wir nochmal angegriffen werden, könnten wir Probleme bekommen. Ach, Quatsch. Lass uns gehen. Wir müssen diese Pokémon zurückbringen. Sie können nicht uns und uns nicht so rum. Egal. Aber trotzdem, ich würde zu gerne mehr Zeit mit meinem Pokémon verbringen. Es ist nicht deins. Kann ich jetzt eigentlich nochmal zurückgehen? Hey, Moment mal, wo willst du denn hin? Wir müssen diese Pokémon zurückbringen. Bäh. Ich wollte nochmal reingehen, da oben, da wo die Tasche lag. Da war jetzt halt ein freies Feld. Und meistens sind solche freien Felder ja eigentlich ein Anzeichen für ein verstecktes Item. Hallo. Hey, diese Leute da. Ah, sie starren uns an. Lucia hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Darf ich sie mal sehen, bitte? Chillas und Panflam. Ah ja, so ist das also. Lucia, ich gehe zurück in mein Labor. Ja, Professor, warten Sie auf mich. Ihr solltet mal unser Labor kommen. Bis später. Was sollte das denn jetzt? Ich meine, wenn er sauer auf uns ist, warum schreit er uns nicht einfach an? Und wieso will er seine Pokémon nicht zurückhaben? Michi, lass uns einfach nach Hause gehen. Okay. Was gibt es, Schatz? Wow, du hast... Das hast du alles erlebt? Ich bin so froh, dass es dir und Haku gut geht. Der Professor, den du erwähnt hast, ist bestimmt Professor Alba aus St. Gemme. Sagt man das so? Ich habe das noch nie... Generell, in der vierten Gen sind ja viele Städte, eigentlich alle, die enden nicht auf City und sowas. Die haben alle Eigennamen. St. Gemme, keine Ahnung, ob sich das so ausspricht. Tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Ich habe die vierte Gen nur einmal gespielt und durchgespielt und das war's. Ich habe gehört, seine Studien zu den Pokémon sind berühmt. Aber er soll auch sehr einschüchternd sein. Michi, ich denke, du solltest ihn in St. Gemme besuchen. Du solltest ihm genau erklären, warum du gar keine andere Wahl hattest, als sein Pokémon zu nehmen. Und hab keine Angst, ich bin mir sicher, er wird dich verstehen. Oh, ich habe hier noch etwas für dich. Hier, Michi, zieh die an. Danke, Turbotreter. Endlich. Nach St. Gemme zu gehen, ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Mit diesen Turbotretern kommst du viel schneller als von einem Ort zum anderen. So, ich lese dir vor, wie du sie verwenden willst. Halte den B-Knopf gedrückt und renne schneller als je zuvor. Zieh deine Turbotreter an und gehe neue Abenteuerwege. Na, das ist doch mehr als praktisch. Kann ich jetzt auch, stimmt, man kann jetzt auch hier drin rennen. Ist auch eine tolle Neuerung. In der vierten Gen gewesen, dass man auch in Häusern rennen kann. Endlich. Meine Fresse. So, okay. Leute, dann würde ich mal sagen, das reicht für die erste Folge. Und dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter, wenn wir dann uns nach St. Gemme begeben und Professor Eibe das Pokémon nicht zurückgeben. Ich bin gespannt, wie das wird. Ihr hoffentlich auch. Bis dahin, stay heavy und ciao, ciao.